Der Balgwrack zeichnet sich aus durch ein großes Luftvolumen zum Händeln von großen Bauteilen. Man kann mit den Saugdüsen arbeiten, sowohl als auch nur mit den Saugnäpfen. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche des Saugnapfes staubfrei ist. Nun drückt man den Körper zusammen und geht auf das Bauteil. Zum Wiederablegen des Bauteils den Körper erneut drücken. Der Balgwrack zeichnet sich aus durch ein großes Luftvolumen.